geschafft. Ja, herzlich willkommen zu einer der ersten Sessions. Wer bin ich? Ich bin Thorsten Frommen, ich bin Webentwickler und habe mit WordPress seit 2006 zu tun, arbeite als Senior-Entwickler bei Humanmade und ich bin ein Community-Mensch. Habe die Community ziemlich spät kennengelernt, erst 2013 im WordCamp Hamburg und seitdem fast alle Camps in Deutschland und ein bisschen um Land irgendwo mitgemacht. Und heute geht es um Coding-Standards. Erstmal, was sind Coding-Standards? Im Prinzip ist es einfach nur eine Ansammlung von Regeln und Richtlinien, die sich auf das Programmieren, auf das Code-Schreiben beziehen. Im Prinzip ist es ein Standard, wenn es von vielen Leuten genutzt wird, diese Regeln. Das heißt, wenn wir hier zur Terminologie kommen, wir haben also diese Coding-Standards. Das heißt wirklich so ein Regelsatz, der ganz viele Leute, den ganz viele Leute benutzen, der auch wirklich teilweise Leuten vorgegeben wird zu benutzen. Jeder kann sich aber selbst einfach Coding Conventions erschaffen. Das heißt, ich entscheide für mich, für ein privates Projekt, das sind meine Regeln, nach denen ich gerne Code schreiben möchte, formatieren möchte und so weiter. Diese Coding Conventions werden halt ein Standard. Wenn ich eine Firma habe, wenn ich irgendeine Gruppe anführe oder da halt was zu sagen habe und ganz viele Leute sagen, ey, diese Konventionen sind cool, das machen wir jetzt alle so. Und wir sagen auch neuen Leuten, die bei uns mitmachen, die sollen das so machen. Das ist ein Standard. Diese Regeln können halt unterschiedlicher Natur sein. Zum einen ist es Code Style. Das heißt einfach nur das Aussehen vom Code, die Formatierung. Das heißt, wo habe ich White Space, wo habe ich New Line, wo setze ich irgendwie Line Breaks und weiß ich nicht was. Es kann sich um Best Practices handeln. Das heißt, es geht darum, ein Problem zu lösen. Es gibt mehrere Möglichkeiten und manche Leute haben halt was ausprobiert und gesagt, das ist die beste oder eine der besten Möglichkeiten. Das heißt, es wird vorgeschrieben, wie ein Problem zu lösen ist oder wie bestimmte Code-Snippets zu schreiben sind, was man sich von der Sprache halt zunutze macht. Es kann um Naming-Conventions gehen. Das heißt zum Beispiel, wie benenne ich meine Variablen? Wie benenne ich Funktionen, Methoden? Wie benenne ich meine Dateien oder Ordnerstruktur und ähnliches? Es kann um die Kommentierung oder Dokumentation von Code gehen. Das heißt, im Code selber habe ich Inline-Dokumentation, brauche ich es nicht, weil meine Variablen, die Methodennamen und so weiter halt selbsterklärend sind und viel, viel mehr. Wer definiert jetzt also Coding-Standards? Ich habe ja eben als Beispiel genannt, wenn ich eine Firma habe und sage, ich mache das, dann bin ich derjenige. Im Prinzip kann es halt der Erfinder oder die Erfinder einer Programmiersprache sein. Bei Go zum Beispiel, da kam direkt die Konvention mit der Programmiersprache. Es kann eine Firma sein, zum Beispiel Zend, für dieses Zend-Framework. Da wurde vorgegeben, das und das macht Sinn. Es wurde später von den Leuten, die dieses Framework nutzen, natürlich auch adoptiert. Aber erstmal gab es diese Vorgabe. Es kann ein Community-Ergebnis oder ein Effort, was deutscher Name, was auch immer, ein Bestreben einer Community sein, wie die WordPress-Coding-Standards. Letzten Endes ist es aber einfach, ein Standard ist ein Standard, wenn diese Regeln von einer ganz großen Menge in irgendeinem Bereich benutzt werden. Wie gesagt, es kann eine Programmiersprache sein, es kann eine Library in irgendwas sein und irgendwie ein Großteil von einer Gruppe Menschen, die folgen diesen Regeln, dann ist es ein Standard. Warum interessiert uns das? Also erstmal, das Naheliegendste ist, wenn alle Leute den gleichen Regeln folgen, dann ist es einfacher zu verstehen. Es ist einfacher zu lesen. Der Code ist einheitlich geschrieben, nicht nur der Code in einer Datei, sondern der ganze Aufbau von einem Projekt, wenn das eben in den Regeln enthalten ist, was natürlich dazu führt, dass die Wartung des Codes viel einfacher zu erfolgen kann oder eigentlich erfolgt. Man weiß, wie Sachen aufgebaut sind. Das heißt, man verschwendet keine Zeit mit dem Verstehen des ganzen Projekts, mit der Struktur, sondern fixt einfach einen Bug. Oder soll irgendwo ein neues Feature einbauen, man weiß, wie und wo man es zu tun hat. Es gibt Security, also sicherheitsrelevante Best Practices oder sonstige Coding-Standards. Das heißt, wenn man denen folgt, ist der eigene Code sicher bzw. sicherer. Und alles zusammengenommen fügt das Verfolgen und Einhalten und Selbsterschaffen von Coding-Standards halt zu der Qualitätssteigerung bei. Es gibt im Deutschen diesen Spruch, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich finde, das ist nicht ganz richtig. Man kann es so verstehen, dass Leute nur Regeln erschaffen, damit andere sie brechen. Ich denke, es ist eher so zu verstehen, dass Regeln da sind, weil es einen Grund dafür gibt.
Aber es gibt irgendwo, oder man sollte auch Freiraum lassen, um diese Regeln zu brechen oder vielleicht umzuschreiben. Ein ganz kurzes, lustiges Beispiel. Ich wohne in einer Wohnung, in einem Haus, in einem Häuserkomplex und wir haben unter unseren Häusern eine Tiefgarage. Irgendwann kam der Hausmeister zu mir und hat gesagt: Hör mal, du hast da bei dir auf dem Parkplatz was stehen, das geht so nicht, pack das mal weg, sonst muss ich dich verwarnen. Und ich dachte, wovon redet der denn? Ich gehe mit dem runter, gucke auf den Parkplatz, gucke ihn an. Ist das denn ernst? Was ist denn der Grund? Ja, es steht in der Hausordnung, es darf nur ein Fahrzeug auf dem Parkplatz stehen, weil alles andere könnte Feuer fangen. Und das stand halt drauf. Es gibt diese Regel, ist ein bisschen fragwürdig, wann und wie man sie einzuhalten hat. WordPress-Coding-Standards. Gibt es WordPress-Coding-Standards? Ja, habe ich schon vorweggenommen, die gibt es. Die leben auf make.wordpress.org. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Seiten, die erklärt, was es für Standards gibt, warum es die gibt, wie man sie einzuhalten hat und ähnliches. Okay, was gibt es denn also? WordPress ist grundsätzlich PHP. Auch durch Gutenberg, Calypso und was auch immer, JavaScript, die Basis ist immer noch PHP. Das heißt, wir haben PHP-spezifische Standards. Natürlich haben wir aber auch JavaScript. Wir haben HTML, weil es eben nur mal eine Webseite produziert. Wir haben CSS, weil wir unsere Websites auch selber stylen möchten. Zusätzlich gibt es noch Accessibility, also zugänglichkeitsbetreffende Richtlinien. Die ersten vier Sachen sind mehr oder weniger Programmiersprache oder technologiespezifisch und Accessibility wuselt sich überall durch. Das hat halt überall Regeln, die man beachten kann oder beachten sollte. Was gibt es denn da für Regeln? Bei PHP gibt es zum Beispiel, wir benutzen Tabs zum Einrücken und keine Spaces. Das ist also formatierungsspezifisch. Wir haben in PHP gibt es else if als ein Keyword, bei if, bla bla bla, else if, bla bla bla, meinetwegen noch ein else. Oder man kann schreiben else if. Und es ist einfach vorgegeben, damit der Code einheitlich ist. Wir schreiben immer else if als ein Keyword. Das ist also ein bisschen Best Practice oder einfach Vorgabe. Es ist kein Unterschied letzten Endes. Ist einfach so festgelegt. Wir haben in PHP nutzen wir immer noch Defines und die schreiben wir komplett im Uppercase und wenn wir irgendwo ein Bindezeichen brauchen, einen Delimiter oder Verbindungszeichen, ist es ein Underscore. Im JavaScript-Bereich, wir haben keine Leerzeichen am Ende der Zeile, was natürlich auch heißt, dass wir keine Leerzeichen in einer leeren Zeile haben. Es wird nicht eingerückt. Wir benutzen für Strings einfache Anführungszeichen. Und wir haben überall Leerzeichen, wo es eigentlich nur geht. Das macht die WordPress-Coding-Standards halt ziemlich bekannt. Das ist halt fast nirgendwo so. Im HTML haben wir alles, was wir in den Text haben, es wird klein geschrieben. Tagname, Attributname und ähnliches. Wir schreiben immer die Werte von Attributen in Anführungszeichen, auch wenn man es nicht machen müsste. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn einfach irgendwo nur eine Zahl steht oder nur ein String oder sowas, wird es auch von den Browsern so interpretiert, als wäre es mit Anführungszeichen geschrieben. Vorgabe ist, wir benutzen immer Anführungszeichen. Wenn wir Self-Closing Tags haben, haben wir immer vor dem abschließenden Slash ein Leerzeichen. Wiederum Leerzeichen, wo es nur geht. CSS-Coding Standards. Wir haben auch hier die doppelten Anführungszeichen, die wir verwenden. Wenn wir sowas haben wie Input Type irgendwas, dann genauso wie wir es halt im HTML schreiben, nutzen wir hier Type gleich. Was auch immer, Button. Unsere Properties werden direkt von dem Doppelpunkt gefolgt, dann haben wir ein Leerzeichen und dann kommt der Wert oder die Definition für dieses Element. Und Media Queries werden halt so formatiert. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Leerzeichen sein muss, steht nicht in der Regel, aber es ist halt eben eingerückt. Was ist ein Block und alles, was man reinschreibt, wird eingerückt. Accessibility. Für Ajax-Requests oder eben die Response davon nutzt, wenn möglich, Ali-Speak. Das ist JavaScript in dem Fall. Das heißt, für Screenreader und ähnliches wird da dann eben die Zugänglichkeit gefördert. Für Bilder nutzen wir den Namen im Alt-Attribut. Das ist HTML-spezifisch. Dann haben wir noch CSS. Wenn wir irgendwo Links haben, wo es nicht eindeutig zu erkennen ist, dass das ein Link ist, zum Beispiel eindeutig zu erkennen ist es in einem Menü. Da sind wahrscheinlich alle Elemente Links, die kann man klicken, um irgendwo hinzukommen. Aber im Fließtext sollten Links unterstrichen werden. Okay, wie fängt man denn jetzt an, wenn man das selbst sich zu Herzen nehmen möchte und befolgen möchte? Ein sehr einfacher Einstieg ist Editor-Config.
Wer hier kennt das Projekt Editor Config oder die Datei, die so heißt? Einer, zwei, drei, vier, okay, fünf. Ist vom Raum hier vielleicht ein Zehntel oder so. Editor Config ist, wie gesagt, eine Datei. Es ist ein .file, das ist eine Konfigurationsdatei, die im Prinzip Regeln beinhaltet, wie Code zu formatieren oder zu verwalten ist. Diese Datei selber wird von ganz vielen Editoren oder IDEs unterstützt. Manche machen es direkt von Hause aus, für manche gibt es ein Plugin, das man installieren muss, damit es eben verstanden und befolgt wird. Diese Eigenschaften oder Properties, die man nutzen kann, sind die hier. Zum Beispiel kann man sagen, Indent-Style, Tab oder Space, End-of-Line soll es Linux-Style sein oder Windows-Style und UTF-8 oder was auch immer. Zusätzlich gibt es noch eine, das ist die maximale Zeilenlänge, die nicht von allen unterstützt wird, aber ich glaube inzwischen auch schon, ist ja nicht so schwer, aber wurde halt nachträglich hinzugefügt, nachdem dieser erste Regelsatz definiert wurde. Das ist eine Beispieldatei. Das funktioniert so, dass man sagt, das hier ist im Prinzip entweder ein Dateiname oder Pattern für einen Dateinamen. In dem Fall heißt es alles. Was auch immer du für eine Datei hast, das ist die Definition. Also UTF-8, Linux-Style-Ending, wir möchten ganz am Ende einen Zeilenumbruch haben und so weiter. Weiter unten kann man Sachen entweder neu definieren, zum Beispiel Indent-Size haben wir oben nicht definiert. Dann ist es Aufgabe des Editors oder der IDE. Was ist denn mein Standard? Meistens kann es der Benutzer selber festlegen und hier kann man eben sagen, was sein soll. Man kann aber auch den Wert, der vorher definiert wurde, rückgängig machen oder eben neu setzen. Das heißt, wir haben in der Regel immer ein Tab, das wir nutzen, aber für YAML-Dateien, weil es nun mal so vorgegeben ist, fast alle Parser verstehen es nur, wenn es mit Spaces eingerückt ist, müssen wir Spaces nutzen. Dann wollen wir in der Regel das letzte, also alle nachfolgenden Whitespaces löschen, hatten wir eben bei JavaScript als Beispiel. Für Markdown braucht man sie aber. Das ist, wenn man zum Beispiel einen einfachen Zeilenumbruch macht, je nachdem, was man für Markdown und Parser hat, braucht man zwei Leerzeichen am Ende, damit eben die nächste Zeile nur einmal umgerückt wird. Die nächste Sache, wenn man Git nutzt für die Versionierung des Codes, kann man sich die Datei Git-Attributes zunutze machen. Eigentlich ist sie für was anderes gedacht, das ist auch eine Konfigurationsdatei, eigentlich für Git selber, aber man kann sehr wenige Sachen auch aufs Code auf die Formatierung bezogen nutzen. Das heißt, wir haben auch wieder Pfadnamen oder Pattern und machen Definitionen dafür. Das ist ein einfaches Beispiel. Wir haben also alles, was wir finden, sagen wir erstmal, das ist eine Textdatei. Ich weiß nicht genau, was damit zusammenhängt, aber das sind mehrere Sachen, die dann eben mit diesen Dateien gemacht werden. Und speziell sagen wir, das Line-Ending soll eben Linux-Style sein. Wenn wir aber ein JPEG haben oder eine PNG-Datei, dann ist das eine Binärdatei. Versuch da nicht Plaintext draus zu machen, verstehst du nicht, das ist eine Binärdatei. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere Sachen, die jetzt tatsächlich dann auf Git bezogen sind. Zum Beispiel, wenn man das nutzt, dann sollte man diese Datei selber vom Export ausschließen. Das heißt, wenn sich Leute einfach die ZIP-Datei von GitHub schnappen oder sowas, dann wollen sie nicht entwickeln. Dann wollen sie einfach nur dein Plugin oder was auch immer nutzen, dann brauchen sie das nicht. Und da kann man dann noch ganz viel weiteres hinzufügen. Okay, ein bisschen nerdy, passend zum Titel. Was ist das? Ihr habt es bestimmt alle direkt erkannt an der großen Schnüffelnase. Das ist der PHP-Code-Schnüffler. PHP-Code-Schnüffler ist ein Tool. Man füttert Regeln in dieses Tool und das Tool läuft über ganz viele Dateien rüber und sagt, ob die Regeln eingehalten werden und wenn nicht, wo nicht und warum nicht. Tatsächlich ist es nicht nur für PHP-Dateien, sondern es versteht auch JavaScript und CSS. In WordPress nutzen wir es aber nicht so und ich persönlich finde auch, dass das Sinn macht, denn es ist für PHP gedacht ursprünglich und es gibt für CSS, SAS, für JavaScript deutlich bessere und mächtigere Tools. Das heißt, für WordPress ist der CodeSniffer tatsächlich das Haupttool für tatsächlich Code-Convention oder Coding-Standard-Kontrolle. Die Standards sind im Prinzip, wie halt die Definition eines Standards, eine Sammlung von einzelnen Regeln. Und wenn man das Tool sich irgendwie beschafft, einfach runterlädt oder über Composer oder wie auch immer man es machen möchte, kommen ein paar Regeln mit. Zum Beispiel diese. PHR, das heißt teilweise PHP-spezifische Sachen. PSR2, das ist ein eigener Standard, der dann da direkt schon wieder Regeln beinhaltet.
Zend, das ist eben dieser Zend Framework 2 Standard und viele mehr. Natürlich gibt es eben auch WordPress, nicht natürlich, es gibt auch WordPress-Coding-Standards, weil wir PHP-Codesniffer nutzen, macht es eben Sinn, dass man diese Standards irgendwo bündelt. Es gibt einmal WordPress selber, das ist der Name von diesem Standard, der beinhaltet alles, was es spezifisch gibt. Das ist nicht der Standard, der WordPress, den WordPress selber verwendet. Es gibt dann halt noch feinere Standards, die alle in diesem GOT-Standard einfach genutzt werden. Das heißt, WordPress Core beinhaltet nur die Regeln, die, wenn man tatsächlich an WordPress der Software selber mitentwickelt, die dann befolgt werden sollten. Zusätzlich gibt es noch VIP-spezifische Sachen. Das ist zum Beispiel, wo auf sehr Traffic-lastige Seiten berücksichtigt wird, was man da anders machen sollte. Bestimmte Funktionen zum Beispiel nicht nutzen, weil sie keinen Cache nutzen oder ähnliche Sachen. Es gibt für dokumentationsspezifische Sachen. Es ist gerade in der Mache, dass man reine ästhetischen Sachen, sprich Formatierung von Best Practices und eben Sachen, die potenzielle Fehler vorbeugen können, dass man diese Sachen trennt. Das ist aber schwer, weil es eben diesen Standard schon lange so gibt. Es muss entschieden werden, was soll wo rein. Nach und nach werden auch Coding-Regeln von einem Standard in den anderen geschoben, dass man eben sagt, ja, bisher konnte man diese Regel nicht wirklich folgen, weil wir haben halt diese Regel nicht befolgt in WordPress Core. Das heißt, wenn wir einfach sagen, die ist aber jetzt Standard, dann würde PHP-CS sagen, so und so viele tausend Fehler, was natürlich nicht sinnvoll ist. Man muss dafür sorgen, dass der Code compliant den Regeln halt entspricht. Dann kann man diese Regel tatsächlich als Vorgabe machen. Und es gibt viele mehr. Es gibt aber auch noch weitere PHP-Codesniffer-Standards, die jetzt nicht mit Codesniffer selber kommen und die auch nicht die WordPress-Regeln sind, die für uns aber sinnvoll sind. Zum Beispiel PHP-Compatibility. Ich kann sagen, mein Plugin, mein Theme, soll ab PHP-Version so und so bis unendlich oder nur für PHP 7 und 7.1 nicht, weil, keine Ahnung, soll damit laufen. Und dieser Standard checkt einfach alle Sachen, die sich von PHP, ich weiß nicht wo, 5.2.4, 5.3 oder sowas, bis eben wo man möchte, geändert haben und ob das eben diesen Anforderungen entspricht. Im Prinzip stellt das sicher, dass PHP, der Parser, nicht irgendwann sagt, oh, das verstehe ich aber nicht, das ist was falsch. Es gibt Security-spezifische Coding-Standards, nicht WordPress-spezifisch, aber eben all das, was wir auch im WordPress-Kontext nutzen. Es gibt einen Neutron-Standard von Automatic, das ist für PHP 7 und weiter, also eben State-of-the-Art-Sachen. WordPress ist ja ein bisschen hinterher, deswegen hat sowas dann eben irgendwo anders ein Zuhause gefunden oder finden müssen. Und es gibt natürlich viel, viel mehr. Lassen wir uns doch mal so eine Datei anschauen. PHP-CS ist eine Library, ein Binary, das kann ich komplett in der Kommandozeile ausführen, ist aber müßig, wenn ich das sehr umfassend konfiguriere. Deswegen gibt es Konfigurationsdateien, wo ich einmal reinschreibe, so sieht's aus, dann muss ich nur die Datei ausführen und diese Konfiguration, diese Definition, wie möchte ich dich benutzen, wird gelesen und befolgt. Das ist eine XML-Datei, ich habe hier einfach mal einen Namen gewählt, braucht man nicht, aber dann hat man eben, weil wir mehrere Codeblöcke haben, dann weiß man noch so ein bisschen, was der Unterschied ist. Also das ist einfach ein ganz einfacher Standard. Als erstes kann man sagen, da wo man die Datei ausführt, auf was für Dateien oder Ordnerpfade man denn überhaupt laufen möchte. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, JavaScript-Dateien zu testen oder alle Dateien, die man irgendwo hat, wenn man tatsächlich nur PHP-Dateien nutzen möchte. Oder wenn man nur in einem Ordner PHP-Dateien hat. In dem Fall habe ich jetzt mal hier ein Beispiel-Plugin mir genommen. Ich habe hier Source, da ist mein PHP-Code. Ich habe eine Index.php, das ist meine Main-Plugin-Datei. Und ich habe eine Uninstall und die drei Patterns möchte ich eben nutzen. Zusätzlich sage ich aber, ich möchte keine Node-Modules. Es ist jetzt ein komisches Beispiel. Eigentlich hat das nichts in Source zu suchen, aber man kann eben auch Sachen wieder rückgängig machen. Also wenn irgendwo Patterns getroffen werden, diese Dateien, die diesem Pattern entsprechen, also sprich alles entsprechen, alles was irgendwo in Node-Modules ist, wird einfach nicht getestet. Ich kann auch sagen, welche Dateiendungen ich nur testen möchte. Zum einen ist es sinnvoll, um Sachen zu spezialisieren. Ich möchte nur PHP-Dateien testen. Oder aber auch kann ich das rückgängig machen, wenn es irgendwo anders gemacht wurde, weil ich zum Beispiel auch PHP-Template-Dateien habe mit einer anderen Dateiendung. Ich möchte die auch testen lassen. Dann gibt es noch Flags. P und S sind zwei Flags. Wie man halt von der Kommandozeile es kennt, kann man die halt ineinander schreiben. P steht dafür, dass man den Progress sieht, während das Tool läuft. Und S ist für alle Ausgaben, die man irgendwo sieht,
wird der Sniff. Das ist quasi die Regel selber, der Name von dieser Regel, also zum Beispiel PHP, was weiß ich, Naming, irgendwas und dann Invalid Capitalization oder irgendwie sowas. Das wird dann überall auftauchen, dass man direkt weiß, nicht nur die Textbeschreibung hier, das und das ist aber falsch. Man sieht direkt den Sniff, kann danach suchen, vielleicht irgendwo auch einen Bug melden, von wegen, ja, mein Code ist aber eigentlich richtig. Das wurde aber als falsch erkannt. Schau mal bitte nach, das ist dieser Sniff, um den es geht. Dann nutzen wir einen Regelsatz bzw. einen Standard. Das ist eben dieser PHP Compatibility. Und ich möchte in meinem Plugin nur PHP 7 unterstützen und alles, was kommt. Das heißt, selbst wenn ich da jetzt PHP 5. irgendwas inkompatiblen Code drin habe, das ist von mir gewollt, das sage ich meinem Tool und der sagt dann halt auch einfach nur, ob das PHP 7, 7.1, 7.2 kompatibel ist. Und dann nutze ich diesen Gott-Standard WordPress. Das ist mein Regelsatz. Man kann aber natürlich auch nicht nur komplette Standards nutzen, sondern, das ist jetzt wiederum die Datei und wir haben hier eben ganz viele andere Sachen, man kann zum Beispiel einen speziellen Sniff nutzen, dass ich halt sage, ich möchte nicht den Generic Standard, ich möchte nicht diese PHP-Kategorie, ich möchte einfach nur diesen Syntax-Sniff nutzen. Oder man kann Sachen nutzen und sie aber entweder beschneiden, dass man sagt, ich nehme WordPress, alles, was es gibt, weil das ist einfacher, als alles einzeln zu benennen. Zum Beispiel auch, wenn Sachen irgendwann mal neu eingeführt werden und vorher gesplittet sind oder was auch immer. Wenn ich sage, ich möchte WordPress, kriege ich alles. Ich möchte aber nicht die VIP-spezifischen Sachen, weil ich habe immer nur ganz kleine Seiten und ich weiß, was ich mache und keine Ahnung. So kann man das anpassen. Man kann aber auch Eigenschaften von einem Sniff selber anpassen. Dass man zum Beispiel sagt, die Definition von WordPress-Hooks oder Hook-Names ist, man hat alphanumerische Zeichen und man hat einen Underscore. Ich möchte aber ein Präfix haben, dann einen Punkt und dann den Hookname. Und in den Hooknames und meinem Präfix könnte ein Underscore drin vorkommen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte als zusätzlichen Delimiter auch noch den Punkt zulassen. Ich finde es ziemlich sinnvoll, dass man, wenn man einfach nur schnell mal die Coding-Standards überprüfen lassen möchte, sich nicht zu viele Ausgabe erschafft und zu viel Ausgabe checken muss. Das heißt, standardmäßig lasse ich einfach nur das Tool laufen und sehe dann eine Zusammenfassung im Output in meiner Konsole. Ich kann mir aber in einer anderen Datei Report-Dateien erschaffen. Was ich hier mache ist, das ist hier ein neuer Standard, My Standard with Reports. Ich nehme einfach diesen Regelsatz von eben. Den nehme ich als Standard. Und der wiederum hat ja andere Standards importiert, das kann ich machen. Und sage dann aber noch, ich hätte gerne den vollen Report. Report Full, Report Source und Report Summary sind drei vordefinierte Reporte von PHP-CS. Es gibt noch mehr. Die finde ich sinnvoll und ich möchte die drei haben in jeweils einer eigenen Textdatei und ich möchte das cachen. Das heißt, es wird einmal irgendwie irgendwo in einer Datei oder was weiß ich geschrieben, das ist der Zeitpunkt, wo das erzeugt wurde. Und wenn ich diesen Standard nochmal nutze, prüft PHP-CS irgendwie, ob sich Dateien geändert haben. Wenn nicht, wird mir direkt das gecachte Ergebnis von vorher präsentiert und falls ja, dann wird nochmal neu gelaufen. Wie benutzt man den Codesniffer nun? Es ist eine Kommandozeilendatei, das heißt, ich füge sie in der Kommandozeile aus. Ziemlich cool ist aber, dass ich nicht nur gesagt bekommen kann, das und das ist falsch, sondern ganz viele Sniffs können automatisch gefixt, ganz viele Violations, Entschuldigung, können automatisch gesnifft werden, gefixt werden. So einfache Sachen wie, ich hätte gerne einen Space in zwischen all meinen Argumenten und weiß ich nicht was. Ja, wenn halt keins da ist oder wenn mehrere da sind, weiß das Tool genau, was ich möchte. Ich möchte einen Space vor oder nach der eröffnenden Klammer, nach einem Komma möchte ich einen Space und vor der Schließen möchte ich auch einen Space. Dann kann das eben automatisch für mich gefixt werden. Es geht nicht bei allen Sachen, weil bei vielen Sachen weiß ich nur, das ist falsch, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, es richtig zu machen. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel von einer WordPress Core Funktion. Die habe ich umformatiert, die sieht nicht so aus. Man sieht ja schnell, dass hier ein paar Sachen nicht so sind, wie wir sie kennen, wie sie aussehen sollten. Wenn ich da jetzt den Codesniffer drüber laufen lasse, mit der WordPress-Konfiguration, das ist also wirklich, ich habe die Entwicklerversion von WordPress genommen und habe es einfach mal laufen lassen, das ist die Ausgabe, sind also viele Sachen zu fixen. Wenn ich jetzt diesen Code Beautifier laufen lasse, sehe ich, wow, 17 Sachen wurden automatisch für mich erledigt, 4 aber nicht. Das ist die Datei, wie sie danach aussieht. Was falsch ist, was angemängelt wird, aber wo man nicht weiß, wie es denn richtig ist, ist zum Beispiel, dass wir hier
Camel Case oder Pascal Case nutzen und kein Underscore. Es wäre eine Möglichkeit zu sagen, überall, wo ich nach dem ersten Buchstaben einen Großbuchstaben sehe, mache ich einfach einen Underscore davor und schreibe den klein. Ist aber nicht unbedingt sinnvoll, deswegen hat man es nicht gemacht, weil zum Beispiel könnten Leute ja auch Post-ID das D auch noch groß schreiben, weil ID ist eine Abkürzung und so weiter, dann hätte man Post-I-D ist auch nicht richtig. Eine andere Sache ist, dass es diese Regel gibt, in einer Condition darf man keine Werte setzen. Das heißt, was wir hier machen müssen ist, wir setzen diesen Wert Post, gleich getPost, was auch immer, außerhalb unseres Ifs und überprüfen einfach nur if not post. Das gleiche hier unten und irgendwo war nochmal was, also nochmal hier Post-ID, das war falsch. Das heißt, wenn ich das jetzt manuell fixe, habe ich ganz wenig zu tun. Ich benenne diese Variable tatsächlich so um, wie sie richtig ist. Ich extrahiere die Definition von Post außerhalb meines Ifs, von User-ID und jetzt ist alles richtig. So entspricht der Code den Code-Standards. Das ist aber natürlich nur eine Möglichkeit, weil ich kann überall Leerzeilen einfügen. Das wird mir nicht gesagt, du darfst keine Leerzeilen haben. Das ist Code, der ist kompatibel zu den Standards. Das ist aber nicht der Code, so wie er auszusehen hat. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt CodeSniffer nutze, kann es ja aber sein, dass ich irgendwo in meinem Code Sachen angemerkt bekomme, wo ich nicht wirklich weiß, wie ich damit umzugehen habe, weil entweder sind sie falsch oder auch nicht oder es gibt eine Ausnahme, aber ich möchte das nur speziell dafür ändern. Es gibt die Möglichkeit, dass man über Kommentare das Tool einfach informiert, was es zu tun hat. Ignore heißt einfach die Zeile, in der der Kommentar quasi am Ende steht oder wenn es in einer eigenen Zeile steht, die nächste Zeile, ignoriere die einfach bitte mal. Egal was du findest, ich will es nicht wissen. Ich kann das ganze Tool disablen, dann ist es bis zum Ende der Datei oder bis es wieder enable findet. Das heißt also auch, alles, was das Tool eigentlich machen würde, macht es nicht für mich. Und ich kann direkt eine ganze Datei für diese Datei einfach sagen, will ich nicht mehr, dass du hier irgendwas machst. Zusätzlich kann man bei manchen dieser Kommentare aber auch noch Sniffs angeben, dass man nicht einfach sagt, ignoriere mal die nächste Zeile, sondern ignoriere in der nächsten Zeile nur alles, was in diesem Standard falsch wäre. Oder ab hier disable diese Kategorie von diesem Standard zum Beispiel. ESLint ist im Prinzip für JavaScript das, was CodeSniffer für PHP ist. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil wir halt Verzögerung hatten. Es ist eine ziemlich einfach und ziemlich hoch konfigurierbare Validierungsmaschine für JavaScript und auch für JSX. Mit dem ESLint-Tool selber kommen diese Kategorien von Regeln und ich kann mich entscheiden, was ich nutzen möchte. Es gibt zusätzlich auch noch ein Recommended-Scheme. Da werden halt aus verschiedenen Kategorien verschiedene Regeln automatisch gesetzt, weil ganz viele Leute, nicht WordPress-Leute, sondern aus dem JavaScript-Bereich, aus dem JavaScript-Universum, weil die sagen, das macht Sinn. Konfiguration sieht so aus. Ich habe irgendwelche Informationen für das Tool selber, zum Beispiel ich nutze ES6-Code, ich habe hier Module, die ich schreibe und so weiter. Es gibt Plugins, die können das Tool erweitern, im Sinne von neue Regeln hinzufügen oder aber auch die Verarbeitung des Outputs, neue Reports und was auch immer machen. Und dann habe ich meine Regeln selber. EQ ist eine Regel von ESLint, die sagt einfach nur quasi Strict Comparison, dreifaches Gleichheitszeichen soll genutzt werden. Und Import ist ein Plugin. Das fügt neue Regeln hinzu und ich nutze einfach Import Named hier. Wie man das benutzt, ist ähnlich wie PHPCS, es ist ein CLI und es gibt auch dieses Autofixing. Hier ist es keine eigene Datei, kein eigenes Binary, sondern es gibt eben dieses Flag, .fix, fix alles, was du kannst. Genauso wie bei PHPCS, ich mache es ein bisschen schneller, kann man Sachen disablen. Namen sind ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es ähnlich. Man hat hier eben tatsächlich Disable Line, das ist also, wenn es ein Trailing Comment ist und es gibt Disable Next Line. Und man kann eben hier auch sagen, welche Regeln irgendwo ignoriert werden sollen. Es gibt für WordPress-spezifisch auch eine Config, das heißt, die kann man einfach nutzen und immer noch in seinem Regelsatz Sachen hinzufügen oder rückgängig machen. Dass man einfach sagt, ja gut, WordPress sagt halt eben, diese Regel soll so und so sein, ich will sie gar nicht. Dann sagt man hier zum Beispiel irgendeine WordPress-Regel und dann 0. Das heißt, interessiert mich nicht. 1 wäre, sag mir, das ist eine Warning. 2 ist eben ein Fehler. Für JavaScript gibt es auch noch Prettier. Prettier beschreibt sich selber als
Opinionated Code Formatter. Das heißt letzten Endes, dass es nicht so konfigurierbar ist wie ESLint und es gibt einfach viel mehr, wie zu WordPress passend, Decisions, not Options. Es ist einfach viel mehr vorgegeben, wie Code auszusehen hat. Prettier kümmert sich nur um die Formatierung vom Code und man kann Prettier mit ESLint nutzen und man sagt bei ESLint einfach nur, ich möchte Best Practices hier und Prettier soll einfach, Prettier kann alles, was es an Regeln gibt, auto fixen, weil es Formatierung ist. Ich möchte einfach nur ESLint für meine Best Practices nutzen und ähnliche Sachen und dann einfach Prettier drüber laufen lassen und alles ist schön. Problem ist, es passt nicht zu den WordPress-Coding-Standards. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Es gibt dann Issue seit einem, weiß ich nicht, mehr als einem halben Jahr und die sind dann nicht wirklich willig, das irgendwie anzupassen. Aber ja, Prettier arbeitet nicht nur für JavaScript, da ist es aber am bekanntesten, glaube ich, sondern auch für CSS und mehr, eine ganze Menge mehr. Unter anderem arbeiten die auch an PHP. Ist die Frage, was da halt irgendwann mit passiert. Prettier wird aktuell nicht genutzt, weil es eben nicht so mit WordPress wirklich, also das Tool, so wie es existiert, ist nicht mit WordPress zu nutzen, weil eben ein paar Regeln nicht so umzusetzen sind. Also ein paar WordPress-Regeln kann man Prettier nicht beibringen. Automatic hat Prettier geforkt, die haben es einfach dann quasi kopiert und angepasst, um Calypso, glaube ich, damit testen zu lassen, was auch nicht Sinn der Sache ist. Falls ihr Interesse daran habt, haut mal diese drei Leute auf Twitter an. Das sind einfach nur drei Leute, von denen ich weiß, die damit rumexperimentieren. Und letzte Sache, nochmal ein bisschen den Bogen zurück zu, warum ist das denn alles wichtig? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, warum Coding-Standards und warum die Existenz von Coding-Standards und das Befolgen von Coding-Standards sinnvoll ist für euch. Aber es ist nicht nur jeweils ihr als Autor, den das interessiert. Es gibt ein neues Projekt, Tide. Das ist für euch einfach so zu sehen, wenn ihr ein Plugin oder ein Theme in den offiziellen Directories habt, dann kümmert sich jetzt auch jemand anderes darum, was ihr mit eurem Code macht, ob ihr Coding-Standards verfolgt. Aktuell wird nur die PHP-Kompatibilität getestet. Es passiert auch nichts, es wird einfach nur getestet und eine Aussage gemacht über, hör mal, das Plugin funktioniert nicht mit 7.2, weil so und so und so. In Zukunft ist es aber bestimmt denkbar und wird auch so sein, dass Regeln, die euren Konfigurationsdateien entsprechen, wenn ihr welche habt, oder dann halt bestimmte, wahrscheinlich hoffentlich nur die Best Practice und tatsächlich auf Fehler ausgerichtete Coding-Standards und nicht Formatierung, dass diese Regeln einfach über eure Projekte gelegt werden und geguckt wird, was passiert denn hier. Vielleicht werden Plugin-Autoren informiert, von wegen hier, Kompatibilität ist nicht mehr gegeben oder da hast du einen Fehler oder was auch immer. Das heißt, es kümmert sich auch jemand anderes um euren Code. Abschließend, was haben wir vielleicht hoffentlich bitte gerne gelernt? Coding-Standards sind cool. Benutzt die. Es ist aber nicht alles oder nichts. Ihr müsst nicht existierende Standards nutzen und das war's. Ihr könnt die anpassen. Ihr könnt euch cherry-picking-mäßig alles so zusammen konfigurieren, wie ihr das möchtet. Und so ein kleiner Hinweis, WordPress selbst nutzt die Coding-Standards, was natürlich naheliegend ist, aber erst seit einem halben Jahr, was nicht so cool ist. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Violations. Vielleicht hat ja jemand morgen Lust, in den Contributing Sessions das einfach ein bisschen zu fixen. Dann könnte man sich irgendwo am Tisch zusammensetzen, PHP CS über WordPress laufen lassen, pickt sich ein paar Dateien raus und versucht halt den Code den Regeln entsprechend zu gestalten. Vielen Dank, das war's von mir. Super, vielen Dank, lieber Thorsten. Habt ihr noch Fragen? Wir haben noch ein paar Minütchen für Fragen. Hi Thorsten, danke erstmal für die coole Übersicht. Eine Frage, wir sollten das mitbringen. Ja. Ich habe es auch dabei, aber es war mir dann doch ein bisschen zu warm. Aber wir können vielleicht gleich noch ein Foto machen mit den Handtuchleuten. Ich hatte eben mal kurz gestanden, ich habe kein Handtuch gesehen, deswegen. Okay. Danke. Vielleicht noch mal ganz kurz fürs Video, noch mal eine kurze Erklärung. Gib mir mal gerade bitte das Handtuch. Für diejenigen, die später noch zuschauen.
kurz erklären, weil dein Ton wird im Video aufgenommen. Ja, es kam die Frage, es stand in der Session-Beschreibung, dass Leute Handtücher mitbringen sollten. Es spielte sich halt auf den Titel, auf Per Anhalter durch die Galaxis ab und jeder, der es kennt, weiß warum. Wer es nicht weiß, könnte sich halt mal die Bücher durchlesen oder einen Film anschauen. Ich habe gestern gehört, dass manche Leute, die den Film noch nicht kennen und auch die Bücher nicht, ich sage jetzt nicht wer, einfach nur ein nerdy Hinweis und ich dachte, dass so mehr Leute kommen. Super, danke schön. Habt ihr sonst noch Fragen? Außer jetzt zu Handtüchern? Ja. Also es ist eher eine Anmerkung, nicht unbedingt eine Frage. Wer zum Beispiel PHP Storm oder andere größere IDEs verwendet, der kann diese Coding-Standards direkt während der Entwicklung schon prüfen lassen. Also bei PHP Storm gibt es ja ganz, ganz viele Fehler, die einem angezeigt werden und man kann halt eben diesen Codesniffer direkt aktivieren, auch mit den WordPress-Coding-Standards und sieht schon beim Programmieren so mit einer gestrichenen Linie unten drunter, wo man dagegen verstößt. Und ich kann das nur jedem Entwickler empfehlen, weil man fängt an, sehr viel besseren Code zu schreiben, schon während dem Schreiben und kriegt dann nicht am Ende erstmal 100 Fehler angezeigt, die man dann fixen muss. Also mir hat das sehr, sehr viel geholfen, einfach direkt besseren Code zu schreiben. Ja. Und das ist halt bei mir mittlerweile, also ich mache die Fehler gar nicht mehr, weil ich sofort das direkt schreibe oder wenn ich halt mal was vergesse, dann wird mir direkt gezeigt, da hast du noch irgendwie ein Leerzeichen vergessen oder du hast eine Funktion verwendet, die du nicht verwenden solltest oder anderes. Genau, dann nochmal fürs Video kurz, also der Hinweis, dass viele Editoren und IDEs ermöglichen, quasi direkt in dem Editor selber die Coding-Standards zu nutzen und visuell anzuzeigen, wo was nicht stimmt. Mein Hinweis da wäre aber, da wo es möglich ist, vielleicht nicht die Regeln zu nutzen, die man tatsächlich nutzt, sondern sich im Editor nur tatsächliche Fehler anzeigen zu lassen. Weil alles, was irgendwo formatierungsmäßig ist, kann man ja automatisch fixen lassen. Zum Beispiel über den Editor selber. PHP Storm hat ein Reformat-Feature, eine Funktionalität. Ich möchte nicht überall wissen, wenn ich gerade Code schreibe, wo ein Leerzeichen zu wenig oder zu viel ist oder ich ein Semikolon vergessen habe, wenn ich es eh sicherstelle, dass es halt nachher so aussieht, wie es soll. Aber auf jeden Fall, es ist, man kann wirklich die Coding-Standards beim Entwickeln immersiv nutzen und das fügt halt wirklich auch so unterbewusst dazu bei, dass man das eingetrichtert bekommt und nicht einfach nur einmal jeden Tag irgendwo am Ende des Tages sieht, immer da war was falsch, sondern direkt beim Schreiben, ach ja stimmt, da muss ich das so und so machen, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ja, ja, wunderbar. Also wenn keine weiteren Fragen jetzt bestehen, Thorsten ist ja sicherlich bis Sonntag noch hier, gerne auch zwischendurch ihn einfach mal ansprechen, wenn ihr Fragen habt. Dann sage ich vielen Dank für eure Teilnahme. Gleich der nächste Talk wird sein von Jan-Peter Lambeck. Er spricht über WordPress im Konzern, über Corporate